Diese blöden Viecher. Ich habe meinen Schlüssel repariert. So, das hast du davon. Ein auf der Nase. So, und jetzt will ich... Ach, ihr seid zu zweit. Suit Breach. Oh, shit, 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 shit. Soul 11. Proteus 2. Und herzlich willkommen zurück. Oh. Zu Osiris New Dawn. Ich dachte, ich würde in der Mine feststecken. Stattdessen bin ich außerhalb der Mine gespawnt. Das Spiel hat mich rausbefördert. Ich dachte, ich müsste jetzt erst noch die ganze Zeit durch die Mine tapern und da wieder meinen Weg rausfinden. Okay, das heißt also, wenn ich in der Mine das Spiel verlasse, komme ich wieder raus. Habe ich denn die ganzen Goodies? 8 Diamanten. Ich habe die ganzen Goodies auf der Tasche. Ja, interessant. Sehr interessant. So, wo ist denn meine Hütte? In der Richtung. Ah ja, da, die Bögen. Ich sehe es. Ich will noch ein paar Steine mitnehmen. Die kann man immer mal brauchen. So, meine Waffen. Beziehungsweise Waffen ist gut. Es sind ja eigentlich nur Werkzeuge. Nee, hier möchte ich nicht runterspringen. Gut, gehen wir dann doch lieber mal die andere Richtung. Temperature high, temperature low. Was denn nun? Wie warm ist es denn? Moment. Sehe ich das jetzt? Gib mir mal Informationen. Wo sehe ich denn die Temperatur? Oh, ich muss dringend was essen, sehe ich gerade. Langsam kriege ich nämlich richtig Hunger. Ja, dann essen wir doch mal was. Wir haben hier Gott sei Dank Red Fern Tree Berries. Die sind einigermaßen nahrhaft. Und ich wollte ja auch noch mal gucken, wie man kocht. Die Emergency Rations, die hebe ich mir lieber noch mal auf. Und irgendwas konnte man auch noch essen. Horsebracht. Ah, das bringt hauptsächlich Gesundheit, falls ich irgendetwas essen will, wie zum Beispiel hier die Fiber und Trees, Fruits, die ziehen mehr Gesundheit ab. Aber da ich ja auch Essen habe, was mir wieder Gesundheit bringt, Health, ja, meine Health ist gesunken und dann essen wir nochmal hiervon was. Da steigt die nämlich gleich wieder. Und vielleicht hiervon noch einen. Und ich bin wieder gesund. Ich bin vollständig hydriert und gesättigt. Perfekt. Ah, da war dieses Flugzeug. Das hatten wir ja auch schon mal gefunden. Minus 3. Jetzt kriege ich überhaupt erst Temperaturen angezeigt. Also hier ist es... Also für unsere Verhältnisse sogar fast warm. Minus 3, minus 3,7. Ich bin minus 30 gewohnt. Hütte, Hütte, Hütte. Oh. Wie weit bin ich denn gelaufen? Genau. Diese Funkanlage, wo ich noch sagte, ich hätte gerne die Solarzellen. Stimmt, hier gibt es auch noch Steine. Wie schwer bin ich denn? Oh. Ein paar Steine sind kein Problem. Oh, ich habe sogar einen Punkt. Und hier ist eine Kiste, die ist gut gefüllt. Ein zerbrochener Schlauch oder ein gerissener Schlauch. Broken Barrel. Ja, take all. Noch können wir es ja.
Das scheint schon wieder nachgespawnt zu sein. Also das geht hier relativ schnell, habe ich das Gefühl. Mine Entrance A. Da bin ich doch eben rausgekommen. Interessant. Interessant. Ja, um Eisen zu ernten, brauche ich auf jeden Fall besseres Werkzeug. Ich glaube, hiermit ging es ja nicht. Nee. Genau, hier waren die Mücken oder die Fliegen. Temperature high. Muss ich aufpassen, dass ich keinen Hitzschlag kriege bei minus 3 Grad oder so. Moment mal. Bitte. Ich habe so ein bisschen die Orientierung verloren, habe ich das Gefühl. Ah, nee, jetzt ist sie. Jetzt ist die Orientierung wieder da. Das ist hier mehr oder weniger unser Landeplatz. Hier liegen wieder Teile von diesen ganzen außerirdischen Käfern. Was hat er mir eben gezeigt? Ich habe solved. Okay. Aber ich will erstmal nach Hause und zurück in meine Hütte. Minus 13, minus 14 Grad. Temperature low, temperature high. Also der Planet kann sich wirklich nicht entscheiden, was denn nur Sache ist. Ah, home sweet home. Ich bin zu Hause. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwelche Sachen... Also in dieser Reinforced Crate, da darf ich nichts mehr einlagern, weil ständig was neu spawnt. Also ich muss meine eigenen Chests bauen. So, was können wir denn hier? Ich habe doch eben so einen Schwanz hier aufgesammelt. Schüssel. Wieso blinkt der so komisch? Weil er repariert werden muss scheinbar. Oder ich muss ihn neu machen. Reparieren kann ich momentan ja noch nicht. Dazu müsste ich die Werkbank aufrüsten. Das habe ich also mittlerweile kapiert. Wo sind denn die ganzen außerirdischen Teile hier? Davon habe ich auf jeden Fall was, das kann weg. So. Das haben wir mit Sicherheit auch irgendwo. Das hier ist... Ah, ich wollte gerade sagen, das muss doch stacken. Das ist Leder oder Alienhaut. Moment, ist mein Licht an? Nee. Ich wollte gerade sagen, ich muss auf meine Batterie achten. Alienhaut 14. Holla die Waldfee. Langsam kommen wir der Sache näher. Alien Tissue. 36. Molybden. Na, hier haben wir die ganzen guten Sachen eingesammelt. Die Fuel Cell. Habe ich hier denn noch irgendwas drin? Ja, wieder neue Sachen. Das kenne ich hier zum Beispiel gar nicht. Ein Radar-Scanner. Da machen wir auf jeden Fall Take All. Also ich darf hier wirklich nichts mehr reinpacken. Stattdessen muss ich irgendwie die Sachen jetzt in meine anderen Kisten sortieren. Irgendwie Platz für Fuel Cells habe ich gar nicht. Diesen Stachel, der kann weg. Das kann weg. Das waren die defekten Barrels, also die Fässer. 3 Diamanten. 11 Diamanten. Ich bin reich. So, das kann weg. Das kann weg. Das müsste Silber sein. Von Silber hatte ich, glaube ich, eine ganze Menge. Schwefel habe ich sowieso noch. Was haben wir hier? Tanks. Oh, Wolfram. Nicht schlecht. Das ist ein sehr hartes Material. Das könnte ich im Leben noch nicht abbauen. Und was kann man noch wegsortieren? Zerbrochenes Glas, das kann ich dann ja einschmelzen und wieder richtiges Glas herstellen.
Das waren meine Steinchen, das war mein Brennmaterial. Zinn haben wir hier nicht. 4-4 Makeshift Cloth Bundle und hier ein normales Cloth Bundle. Oder die Unterschiede sind, das habe ich auch noch nicht verstanden. So, aus eigener Herstellung zählt scheinbar nicht so. Plastik. Ich habe hier ein bisschen Plastik schon eingeschmolzen. Das heißt, das ist ready. Jetzt ist es aber gleich wieder richtig dunkel geworden. Mist. Muss ich doch wieder Licht anmachen. Moment, dieses Scrap Metal? Ist das ein neues Design? Ja genau, hier 55. Das habe ich alles hier drin. Das heißt, das kann hier raus. Doppelklick, Shift-Klick. Shift-Klick, okay. Shift-Klick funktioniert, das ist schon mal gut. Magnesium, Zinn. Kupfer, Gold. Lithium. Ja, und dieses Lonsdaleth, das habe ich ja unter anderem gesucht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt gefunden habe oder ob es das eine war, was ich mit auf die Tasche gesteckt habe. Crab Shell. Quarz. Okay. Ich werde auf jeden Fall wieder leichter. So, dann packen wir hier noch was rein. Hier habe ich auch kein Lonsdaleth. Nein, habe ich nicht. Okay. Dann aber die Dinge, die hier stacken, die packen wir natürlich weg. So. Sehr schön. Ach ja, und ich kann hier default, dann sortiert er mir das, was ich sonst noch so auf der Tasche habe. Diese, was war hier auch Plastik? Ach nee, das war zerbrochenes Glas. Ich glaube, das habe ich hier auch noch drin. Raus. Nein! Wenn man es von Hand macht, dann wird das nichts. Was könnte ich denn hier noch einlagern? Tungsten auf jeden Fall. Ich meine, ich hätte noch so viel Silber gehabt. Wo ist das denn abgeblieben? Das ist Uran. Magnesium sollte ja nicht so schwer sein. Was können wir denn noch wegpacken? Medical Bandages, die sollte man besser aufheben. Und diesen Radar-Scanner, vielleicht kann ich den auch direkt benutzen, ich weiß es nicht. Achso, die Fuel Cells, die wollte ich auf jeden Fall aus der Tasche haben. Das schnell noch weg. Einmal noch wieder sortieren. Wasser habe ich jetzt reichlich. Und dann gehe ich erstmal eine Runde pennen. Na, da. Ja, das finde ich wirklich schade, dass man immer nur genau 6 Stunden schlafen kann. Aber ich hoffe, ich verschlafe jetzt den neuen Tag nicht. Ja, zum Teil schon. Ja, geht aber. So, wie kalt ist es? Er meckert nicht. Es ist ausnahmsweise mal nicht windig. Das muss gefeiert werden. So, und dann muss ich mal gucken, wie es denn jetzt mit meinen Aufgaben aussieht. Ich habe so ein paar To-Dos. Einmal die offizielle. Die offizielle. Wo steht sie hier? Build Habitat. Und ich habe jetzt eventuell eine Möglichkeit, ein Habitat einfach zu reparieren. Außerdem stand da ja immer noch der Buggy, den man auch reparieren kann. Ich weiß nur nicht, was ich da alles für brauche. Und den Buggy, den hätte ich natürlich schon sehr, sehr gerne. Aber ich will erstmal beim Habitat jetzt nochmal gucken. Crafting.
Structures. Habitat. Da brauche ich auf jeden Fall Gummi. Habe ich nicht. Zamak. Habe ich nicht auf der Tasche. Kupfer habe ich ja gefunden. Also das wäre schon mal möglich. Stahl müsste ich eventuell selber herstellen. Aluminium habe ich genug. Gut, schauen wir mal, wie das mit dem Crafting aussieht. Appliances. Oh, okay. So, eine Schaufel kann ich mittlerweile auch machen. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen schaufeln, dann kriege ich was. Wow! Ich habe mittlerweile richtig was gelernt, sehe ich gerade hier. Chemstation, Printer, Gas Tank, Liquid Tank, Excrement Collector. Das scheint noch, also ich muss noch meine täglichen Abgaben selber vergraben, scheinbar. Oh, ein Solarpanel kann ich machen. Depository. Das scheint was Größeres zu sein, wo mir reinpasst. A large outdoor storage container. Computer Screen. Rubber. Ich muss wissen, wie ich Gummi herstelle. Ich glaube nicht, dass ich Gummi so einfach direkt finde. Oder ich kann es tatsächlich irgendwie von einem Baum vielleicht abschöpfen oder so. Wenn ich wüsste, wie. Custom. Das ist, wenn ich frei bauen will. Schön. Was sagt denn die Workbench? Vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten, die ich machen kann. Crafting. Leder. Leather Straps. Kann ich Gummi? Cloth Bundle. Ich befürchte, ich muss das... eine Hose. Ich habe ja eine Broken Hose. Das heißt, die müsste ich eventuell... Ah, Quatsch. Das ist ja automatisch gespawnt hier. Wo habe ich denn die... Ach da, die habe ich noch auf der Tasche. Hier, Rubber. Was brauche ich für Rubber? Scrap Rubber. Okay. Das habe ich leider nicht. Scrap Plastic habe ich. Aber wie gesagt, dieser Schlauch... Ach nee, ich bin am Furnace. So, nochmal. Die müsste ich herstellen können. Patch Tape und Rubber. Okay, Scrap Rubber brauchen wir. Habe ich natürlich nicht, ne? Hier gibt es so viel Kram. Also das Crafting ist nicht von schlechten Eltern. Das ist ganz schön komplex. Das war Blei. Aber ich habe doch mein ganzes Silber nicht verballert. Oder ich habe das hier in die Kiste gepackt und das ist logischerweise dann verschwunden. Weil die Kiste neu gespawnt ist. Na, kein Problem. Ich weiß ja, wo ich neues Silber herkriege. Das ist nicht das große, Problem, aber... Gut, ich brauche Gummi. Ach, ich brauche so viel. Ich brauche immer noch unglaubliche Mengen von allen möglichen Dingen, wo ich nicht weiß, woher ich die kriegen kann. Mensch, gibt es hier keinen Reiseführer oder so? Das sind alles nur wieder Steine. Steine habe ich noch genug auf der Tasche, das wäre es nicht. Ich gucke mir mal an, was ich brauche, um den Buggy zu reparieren. Ich meine, kriege ich den Buggy? Habe ich jetzt noch? Nein. Ich sehe mal die Batterie aufleuchten und mache mir Sorgen, dass ich meine Taschenlampe anhabe. Missions E. GPS war Q. Ach, genau. Da ist der Buggy. Sie muss in die Richtung auf jeden Fall. Jetzt kommt auch der Wind wieder zurück. Das heißt, gleich wird wieder gejammert. Zu kalt, zu warm. Ach, was weiß ich. Karte.
Hä? So geht das nicht? Irgendwie muss ich das nochmal umlegen hier mit den Tasten. Das ist nämlich auch nicht wirklich super gemacht, muss ich sagen. Ach, das ist hin und her schalten hier. Das war's. Wo war der Buggy jetzt? Ich wollte mir doch irgendwie mal merken. Na, so kann ich nun die Sachen wegstecken. Ach, die Steuerung ist, mit Verlaub gesagt, gewöhnungsbedürftig. So, Build Habitat. Da muss ich gleich nochmal dran denken, dass ich das markiere. Scanning. In welche Richtung ich jetzt laufe? Ja, so sehe ich das. Okay. Ich laufe auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mal das wieder aus. Das ist in Richtung wieder. Okay. Ach, wie man es macht, macht man es falsch. Find cool location. Wieso, wie warm ist es denn? 8 Grad. Temperature low. Temperature high. Also das ist schon ein bisschen arg krass. Also habe ich überhaupt keine Isolation. Ich habe doch einen Raumanzug, Leute. Ah. Sauerstoff oder was ist das? Ja, Schwefel. Das ist hier die Schwefelecke. Das ist... Nein, Schwefel, das ist dahinter. Nitrogen. Oh, ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ich weiß. Au! Mann. Ja, komm doch ran. Du. Hab ich dich? Ach, der ist durch ein... Ja, klasse. Super. Der steckt jetzt irgendwo hier im Felsen. Der hat mich aus dem Felsen heraus angegriffen und steckt da jetzt drin. Auch so ein Klassiker, den wir von anderen Spielen auch kennen. Ich erinnere nur an Sandhaie oder so. Gut, war das nicht noch irgendwo hier auf der Taste mal? Ah, F. 3. F3 ist der Scanner. So. Ich hoffe, dass ich jetzt so einigermaßen in Richtung Buggy laufe. Klettere. Springe. War der wirklich hier? Ich bin mir nicht sicher. F3, okay. Mehr in der Richtung. Das kann nicht richtig sein hier. Ich laufe schon wieder. Ich laufe ja zurück. Also die Orientierung. Ja. So, jetzt habe ich zumindest das Gefühl, dass ich in Richtung Buggy laufe. Gut, machen wir das mal hier. Ach, da war auch wieder ein Mineneingang. Da bin ich aber auch schon mal drin gewesen. Hoffentlich rudel ich hier nicht runter. Versuche mich mal hier oben an diesen Felsen entlang zu tasten. Hallo da unten. Ihr Gewächse. Irgendeiner zufällig ein Gummibaum? Ich brauche Gummi. Ups. Hier möchte ich auch wieder nicht runterfallen. Temperature ist wieder low. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich muss in der Richtung. Ich glaube, in der Richtung sollte irgendwo dieser dumme Buggy sein.
Marker. Setzt man Marker. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, sich hier vernünftig zu orientieren. Zumindest sicher. Tap, tap, tap. Buggy, wo bist du? Ich will doch nur mal gucken, was ich brauche, um dich zu reparieren. Und jetzt geht's richtig ab. Ein Grad. Da ist er! Da ist er ja. Ich habe ihn wiedergefunden. So, hier liegen schon wieder haufenweise Sachen. Die kann ich schon wieder sammeln. Nein, ich... Ach, die Loose. Ich muss sowieso alles erstmal sammeln hier. Damaged House. Damaged Core Chamber. Die muss ich wahrscheinlich vorher reparieren. So. Damaged Buggy. Need Repairs. Left Begin Repair. Engine Core Chamber. Built with Tool. Left Mouse Button Build. Aber ich habe keinen Barrel. Den könnte ich aber herstellen. Ich denke, für die Reifen, da werde ich auf jeden Fall wieder Gummi brauchen. Ne, der ist ja in Ordnung. Dismantle. Nein, keinesfalls. Ja, Rubber. Alles klar. Das hätte ich mir schon denken können. Hier, da ist doch Rubber. Wenn ich das hier salvage, müsste ich doch eigentlich Gummi bekommen. Scrap Rubber, jawohl. Geht doch. Nochmal Scrap Rubber. Und das Ding hängt ja auch daneben. Gut. 2 von 9 Pieces operational. Oh, das Ding ist schon sehr kaputt. Also eins, ich brauche alleine 4 Räder. Den Motor. Einen Schlauch. Ich glaube, so viel Gummi habe ich da gar nicht rausgekriegt. Und die Stoßstange hängt auch daneben. Ja, das geht ja nun gar nicht. Buggy Wheel. Damage Buggy. Okay. Ich den abschleppen könnte, wäre gut. Sogar die Antenne blinkt. Kann ich die... Unowned. Ach, der gehört mir nicht. Heißt das, dass ich ihn dann nicht reparieren kann? Moment, eine Fuel Cell habe ich ja. Die habe ich herausgenommen. Left Mouse Button Build. Yay. Also, die Fuel Cell habe ich auf jeden Fall schon mal eingebaut. 3 von 9 Pieces operational. Okay. So, meine Hütte ist nur 75 Meter entfernt. Da kann ich ja schnell... Das war mir gar nicht klar, dass das so nah ist. Ah, wieder was gelernt. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Buggy-Reifen. Die ist nicht zufällig schon wieder gespawnt, ne? Ich glaube, das wäre auch zu krass. So. Was habe ich denn jetzt auf der Tasche? 10 Scrap Rubber. Dann kann ich auf jeden Fall mit dem Furnace erstmal Gummi herstellen. Also 5 Gummi. Ja, machen wir ruhig. Denn ich glaube, ich brauche immer reines Gummi. Dun, 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 dun.
So, 5 Gummi hätten wir. Die können wir hier rausnehmen. Ja. Und Zamak haben wir, glaube ich, irgendwie schon mal hergestellt. Da brauchen wir Zink, Aluminium, Kupfer und Magnesium. Das habe ich alles noch auf der Tasche. Außer dem Kupfer. Und das Kupfer habe ich ja hier in der Kiste. Und Zamak brauchten wir. War das das Kupfer? Kupfer, ja. Shift-Click. Ist einfacher. Okay, dann machen wir nochmal Zamak. Ich bin jetzt mal ein bisschen sparsamer. Und ich will nochmal gucken, was die Forge sonst noch alles machen kann. Plutonium. Was brauche ich für Stahl? Ja, Eisen. Und Lonsdaleite. Lonsdaleite habe ich eins. Das heißt, ich könnte einen Stahl machen. Das hilft aber nicht viel. Ein Barrel. Ich habe ja Broken Barrels reichlich. Die kann ich reparieren. Ich glaube, Barrel brauchte ich für den Motor. So, das sind Broken Barrels. Und hier habe ich noch einen. Okay. Reparieren wir mal. Barrels. Das müsste jetzt wieder hier möglich sein. Barrels. Das heißt, ich brauche Patch Tape und Scrap Metal. Patch Tape, ja, Moment. Das kriegen wir hin. Ich gehe mal gerade hier rein. Heute ist Crafting-Tag, aber wir machen Fortschritte, würde ich sagen. So, ich habe gar keine mehr. Da muss ich hier mal in mein eigenes Crafting rein. Makeshift Patch Tape, da brauche ich Cloth Bundle. Ich glaube, da mache ich gleich nochmal ein bisschen mehr von. 1, 2, 3, 4. Und von dem Tape 4, 5, 6, 7, 8. So. Makeshift Cloth Bundle habe ich noch einen. Ah, hebe ich mal auf. So. Irgendwas war noch, was ich brauchte. Es wird schon wieder dunkel. Das geht so schnell. Ach, Scrap Metal. Kein Thema. Wie viel willst du haben? Die Übersicht wird... Moment. Default. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Barrel. Was ist denn jetzt los? Stopp, reicht. Wenn die nicht stacken. Die stacken nicht. Mann. Warum sagt mir das keiner? Jetzt reicht's. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen Barrel. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir diesen Schlauch reparieren. Komm, ohne Licht geht das einfach nicht. Noch haben wir ja ein bisschen Batterie und ich habe ja auch noch 2 Ersatzbatterien. Warum soll ich zu sehr sparen? So, Hose. 4 Gummi hat das gekostet? Tschüss, Reifen. Okay, jetzt kann ich den Motor einbauen. Ich schlafe mal gerade eine Runde. Das ist mir hier zu dunkel. Tja, wo kriege ich Gummi her? Es muss hier eine natürliche Ressource geben. Wenn man so viel Gummi braucht, es ist immer noch dunkel. Immer noch sehr dunkel, okay.
Ich gucke mal trotzdem an der Werkbench, ob ich hier schon was wie Motor oder so machen kann. Sehe ich im Augenblick nicht. Upgrades. Was kostet denn die Repair Bench Upgrade? Also, dass ich damit auch reparieren kann. Blei haben wir. Leder. Moment mal, dann müsste ich die auch upgraden können. Ich habe hier ja heute... Moment, wo waren die heute sogar? Einige. Ich packe die mal auf die Tasche. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich heute an der Werkbank... Mensch, spricht Deutsch. Das ist auch einfacher. So, hier kann ich nämlich Leder machen. Jetzt habe ich schon wieder auf 4 geklickt oder so. Ich bin echt verwirrt über dieses Crafting-System. Moment, den Schlauch können wir auch schon mal rausnehmen. Also das mit den Barrels, das ist, finde ich, ein bisschen ärgerlich. So, ich wollte die Werkbank upgraden. Upgrades. Und ich brauche noch 2 Blei. Und Blei habe ich in der Kiste. Ja, gut. Das funktioniert auch nicht so ganz. Erstmal schon mal ein paar Barrels hier weglegen. Ich glaube, ich muss die nächste Kiste bauen. So. Jetzt wollen wir erstmal die Werkbank upgraden. Ich kann es. Macht er das jetzt? Left Mouse Button Build. Geht! Geht! Yay! Die sieht aber schon viel besser aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt müsste ich daran auch reparieren können. Zum Beispiel mal ein Chisel. Makeshift Chisel. So. Crafting. Makeshift Chisel. Ah, ah. Nee. Das machen wir gar nicht. Vielleicht kann ich einen besseren bauen. Das wäre natürlich okay. Diamond Chisel. Also normalen Chisel. Jetzt brauche ich wieder Dimmeloy. Dimmeloy. Es wird immer... Oh, Licht aus. Energie sparen. Trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, G-Repair, aber dann repariere ich, glaube ich, die Werkbank. Und, muss ich die reparieren? Repair Table, Repair Object, Repair Amount. Was brauche ich denn zum Reparieren? Weiß ich nicht, ich scheine es aber zu haben. Okay. Cool. Das ist schon mal ein echter Fortschritt, dass ich hier Sachen reparieren kann. So, ich habe eine funktionierende, einen von den funktionierenden Schlauch, Barrels. Und dann werde ich jetzt mal wieder zurück zum Buggy laufen. Der war ja auch eigentlich nur hier hoch, oder? Nicht ganz. Also mein Orientierungssinn, was die Gegend hier angeht, ist miserabel. Genau auf der anderen Seite. Ja, weil ich natürlich hier in einem Tal sitze und immer wenn ich irgendwo auf dem Berg stehe und ich muss mehr
auf den Kompass achten. Also, der Buggy ist im Süden. Ja, alles gut. Wir kommen vorwärts. So. Bevels. Kann ich bauen? Bauen wir doch mal. Engine Core Chamber. Und ich habe ein Engineering Point. So, Engine Hose. Und die Schlauch haben wir ja auch. Haben wir ja hergestellt. So, 5 von 9 Pieces operational. Jetzt brauche ich nur noch 4 Räder. Und da brauche ich Gummi ohne Ende. Und das habe ich nicht. Ich bin... Ach, diese blöden Viecher. Ich habe meinen Schlüssel repariert. So, das hast du davon. Ein auf der Nase. So, und jetzt will ich... Ach, ihr seid zu zweit. Suit Breach. Oh, shit, 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 shit. Ja, dann kommen wir hinterher. Und der ist natürlich jetzt wieder im... in der Kiste. So, ich habe doch hier Patch Tape. Die Medical Tape. Da. Patch Tape. Use. Okay. Repariert. Ach, das ist auch ein Adult. Hm. Jetzt wird es langsam interessant. B. Use Short Blade. Was kriege ich dann? Gar nichts. Alien Tissue? Nein. Das war's schon? Ich brauche Gummi, Leute. Nicht Alien Tissue. Oder ich kann da Gummi herstellen von. Ich weiß es nicht. Ja, und das Vieh hier, das ist wieder im Schrank versunken, wollte ich sagen. So, Health Suit. Suit Integrity 100%. Also ist schon wieder alles heile. Und ich bin auch kaum verletzt. Ich habe jetzt echt nur... ein Gummiproblem. Das waren ja keine Gummibäume da, ne? Ich frage für einen Freund. Was liegt denn da noch rum? Das sieht irgendwie nach... kann ich gebrauchen aus. Broken Glass, okay. Davon habe ich eigentlich genug, aber... wer weiß, wann wir es wieder brauchen. Scrap Metal nehmen wir auch immer gerne. Der Rest ist radioaktiv. Du bist nicht zufällig ein Gummibaum, ne? Kennen wir alles. Azalee. Bark Tree. Okay. Moment. Nehmen wir das Ding. Ah ja. Tree Bark brauchen wir immer, weil das ja auch Brennmaterial für uns ist. Ein Chisel kann ich hier nicht gebrauchen, ne? Nee. Ich habe Geräusche gehört. Oh. Hydrogen. Also Wasserstoff. Hm. Eigentlich nice. Boah, jetzt gehe ich das Vieh nochmal an hier. Moin! Ein Schüssel, der ist stärker. Mist! Also von dem Kampfsystem bin ich auch noch nicht so begeistert. Warum ich jetzt noch wieder verletzt wurde, meine gut. Ich werde ja nicht so stark verletzt, aber bei dem kriege ich immer nur Alien Tissue. Also Stoff. Und das Grillen könnte wäre in Ordnung. Steine, Steine. Gut, dann mal wieder zurück. Und wie gesagt, wir brauchen Gummi.
Ich gucke erstmal in meinem universalen Survival-Helfer, den ich nicht habe. Und denk mal drüber nach. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immerhin, ich habe deutliche Fortschritte gemacht. Ich habe angefangen, den Buggy zu reparieren. Und ich habe meine Workbench aufgerüstet, meine Werkbank, bleibt deutsch, die jetzt auch reparieren kann. Hurra! Und als nächstes brauche ich nochmal so eine Scrap Metal Chest oder eine gute Metal, eine große Kiste. Aber die braucht wieder irgendwelche wertvollen Materialien. Wir werden es sehen. Das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss!